Fest für gelebte Werte und die Volkskultur im Fokus. Das war einmal mehr der Heringszuntag 2017 in Schladming. Es war ein Sonntag voll mit heimischen und kulturellen Eindrücken. Für große und kleine Besucher. Mit dem Kinderumzug am Vormittag präsentierten die kleinsten Teilnehmer am Heringszuntag auf liebenswerte Art ihre traditionelle Seite. Der Bieranstich, vorgenommen von Frau Vizebürgermeister Elisabeth Krammel, war die Initialzündung für einen Tag, an dem die Temperaturen einem stimmungsvollen Fest nichts anhaben konnten. Stolz und dankbar freute sich Vizebürgermeisterin Krammel über die aktiven und tüchtigen Kräfte in der Gemeinde. Also da muss man ein Riesendanke sagen an den Verein Dermawas mit dem Obmann, mit dem Hannes, mit dem Gruber, federführend natürlich auch dabei, die Gysi, die Hochfilzer und die 2030er GmbH mit dem Lukas Seifried, dass dem mit so viel Intuition, mit so viel Liebe und mit so viel Zeit dieses Festl jedes Jahr organisieren und machen. Und es darf uns wirklich freuen, dass wir da dabei sein können, dass wir solche Leute haben, die das in die Hand nehmen und sagen, jawohl, wir machen das. Und das ist ganz wichtig für uns, für die Jugend und für uns alle eigentlich. Wenn Schladming was macht, das hat Hand und Fuß, da sind gute Initiatoren, da ist ein gutes Programm und wenn man was Gutes macht, dann kommen auch die Leute. Regionale Schmankerl, eine Verlosung, Auftritte der vielfältigen Vereine und natürlich viel Musik warteten auf die Gäste und das gemütliche Beisammensein tat das Seine zur guten Stimmung beim Heringszuntag. Ja, gehabt haben wir schon dreimal den Heringszuntag und beim ersten Mal war das Wetter so schön und dem träumen wir immer noch nach. Aber es ist wieder ganz schier und wir haben uns so viel angetan, die Bayerinnen mit der Primaflora-Monika. Wir haben zwei Tage nur gesteckt und bastelt, naja, ich selber eigentlich nicht, aber die Mädeln. Und es hat sich wirklich jeder bemüht, aber es regnet, so schade. Und dann sind so viele freiwillige Mitwirkende, egal ob Auftritte oder mithelfen, jeder ist voll dabei. Und es ist halt schier so schade. Und jetzt ist der Umzug dann um zwei. Wir haben das volle Programm. Wir ziehen alles durch. Wir machen alles, was wir uns vorgenommen haben, was wir im Programm haben. Aber es regnet halt. Mir gefällt es gut. Erstens, man soll sich vom Wetter nicht abbringen lassen. Wie man so schön sagt, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und das werden wir heute bewahrheiten. Auch. Wir werden jetzt vor der Stadtkapelle in Schladming dann einen Frühschoppen spielen. Und da werden die Leute mitmachen. Die sollen ein bisschen animieren dazu. Sollen sie bewegen, dann wird einer gleich warm. Und dann passt es schon. Auch die bekannte und beliebte Schladminger Heimatdichterin Sigrid Schwab gab wieder ihre schönen Gedichte zum Besten. Freundschaft ist das beste Gut, wenn wir die haben, brauchen wir uns nicht bauen. Beim Festumzug der Landjugend Rormus Schladming-Pichl erlebte man Erntedank im wahrsten Sinne des Wortes. Gelebte Tradition und unser regionales Brauchtum hätte man kaum eindrucksvoller präsentieren können. Dankbar für ein gutes Erntejahr zeigte sich Landtagsabgeordneter Karl Lackner. Ein schöner Tag für den ländlichen Raum, wenn ein Arbeitsjahr zu Ende geht und man die Ernte eingefahren hat und Dankeschön sagen darf für die Jahreserfolgsgeschichte in der Bauernschaft. Aber ich denke, Erntedank ist etwas, wo alle Dankeschön sagen dürfen für ihre Arbeitsleistung, für das, was geschaffen worden ist. Und da ist es, glaube ich, auch im christlichen Jahreslauf ein fixer Bestandteil, dass man in Form eines Gottesdienstes, eines Festaktes, jetzt in Form eines Zuges einmal auch zum Ausdruck bringen kann, wo sind die Leistungen unserer Bauernschaft und einfach Dankeschön sagen. Feste wie der Heringszuntag leben von den Kräften, die gemeinsam gestalten, von den Menschen in der Region, die für die Region gestalten und arbeiten.
Für den Schladminger Tourismusverband zeigte sich Geschäftsführer Hans-Jörg Stocker stolz auf den starken Zusammenhalt und gelebte Vereinskultur in Schladming. Das ist ganz, ganz wichtig eigentlich für den Jahresablauf. Ist ja wurscht, ob im Winter, im Sommer, im Herbst, Frühjahr, die heimischen Vereine, ob das die Sportvereine sind, heute Landjugend oder der Herr ist Sonntag, der mal was, ganz ein wesentlicher Teil. Und wenn auch das Wetter heute nicht so mitspielt, aber es ist trotzdem immer wieder eine Freude, dass wir so viele ehrenamtliche, freiwillige Vereine haben, die was zum Wohle unserer Tourismuswirtschaft viel, viel Zeit, viel Energie verwenden. Und da sind wir nur, können wir nur dankbar sein und auch zum heutigen Fest gratulieren. Es schien, als hätte die ganze Umgebung für diesen Heeressonntag zusammengearbeitet. Vom wunderschönen Ernteumzug der Landjugend bis zu gelebter Vereinskultur und schöner Musik. Traditionelle Krapfen und den fröhlichen Gesichtern, die den frostigen Temperaturen natürlich getrotzt haben. Der Heeressonntag ist gelebte Tradition und damit Traditionen erhalten bleiben, muss man sie leben und gestalten. In Schladming ist das einmal mehr gelungen.